Entschuldigung. Zurück zu der Frage, kann ich Leute, die im Gazastreifen versuchen, Kunst, Theater, Musik zu machen und es dort eigentlich nicht können, ohne Ärger zu bekommen, kann ich die nach Deutschland beamen und gleichzeitig auf beiden Seiten Publikum haben und auf beiden Seiten gleichzeitig Spieler haben, die beide gleichzeitig zusammenspielen. Und ich bin total stolz, dass ich das geschafft habe. Wie gesagt, unser Format ist, also das, was wir spielen, ist vielleicht gar nicht so politisch. Jedenfalls das, was wir improvisieren. Vieles muss improvisiert sein, weil alle technischen Parameter kann man nicht im Griff kriegen. Was es aber auch ungeheuer lebendig macht. Eigentlich ist auch das ein Widerstand. Widerstand gegen die Umstände, gegen die Technik, gegen Leute, die sich das nicht anschauen wollen. Ich jetzt blinkt es schon wieder, verdammt. Jamal, Entschuldigung, I need a poor fisherman with a poor boat. You're a Gaza fisherman, not a motorboat fisherman. Sorry. Poor fisherman? Yeah, please. Okay, man. I go for the fish. I go for the fish. I go for the fish. Zurück zur Frage, kann ich mit diesen Leuten zusammenarbeiten, obwohl wir nicht mal eine Sprache sprechen? Und das führt mich jetzt auch zu der Frage, zu der dritten Frage, ob ich eine Aufgabe weiß, die ihr ausprobieren könnt. Das ist jetzt wirklich was Kleines, aber für mich extrem. Das war sehr wichtig und für unsere Kommunikation mit den Menschen in Gaza war das sehr wichtig. Und zwar, ich nehme mal an, dass ihr, wenn euch Widerstand und Theater interessiert, dass ihr ja bestimmt auch alle wichtige Botschaften habt, die ihr rüberbringen wollt. Und für mich war immer der Prüfstein, kann ich diese Botschaften auch in einer völlig absurden Comicsprache rüberbringen? Kann ich das, was mir am Herzen liegt, die große Message, die wir ja nicht immer nur mit dem Zeigefinger rüberbringen wollen, kann ich die auch in einer Fantasiesprache sprechen? Kommt sie dann vielleicht sogar an? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir uns mit den arabisch sprechenden Kollegen hervorragend auf der Bühne verständigen können, dass alles, was wir sagen wollen, genau da ankommt, wenn wir eben nicht uns in Englisch bemühen, wenn wir nicht Informationen austauschen, wenn wir nicht einen Übersetzer zwischenschalten, sondern wenn wir einfach in Gromolo sprechen oder Gibberisch oder so. Es klappt überhaupt nicht, wenn man in Gibberisch Termine vereinbaren will, aber das klappt auch in Englisch und Arabisch und Deutsch nicht.
Aber auf der Bühne haben wir uns immer gut verstanden. Es sei denn, wir haben ein bisschen zu viel gewollt oder zu beliebig Dinge gemacht. Und um aus dieser Beliebigkeit rauszukommen und wirklich was zu sagen, das ankommt, obwohl der andere 4000 Kilometer weiter weg ist, da ist Gibberish ein hervorragender, eine Aufgabe und keine Botschaft, ob jetzt politischer Natur oder private Herzensbotschaft, sollte Angst davor haben, auch in einem absolut albernen Format daherzukommen. Wenn es dann rüberkommt, dann ist die Botschaft wichtig genug.